In diesem Studio in der Nähe von Koblenz soll das neue Musikvideo von Florian Silbereisen und Thomas Anders entstehen. Dass schon der Dreh zum absoluten Hit wird, dafür sorgen wir. Vom Kostüm- und Maskenbildner bis hin zu seinem Duettpartner Thomas Anders. Oder anders gesagt, man nannte ihn auch die Disco-Kugel. Ja, und auch ich, die Sherry-Sherry-Lady, ist gut drauf. Alle wissen Bescheid, nur Florian Silbereisen nicht. Und ganz leiwand, unser Top-Lockvogel David als Lokaljournalist. Herzlich willkommen im Studio 69, Studio 61. Ich bin noch etwas neben der Spur, ich bin nämlich auch ganz neu hier bei TV Mittelrhein und habe heute die große Freude, zwei echte Superstars bei einem Videodreh ein bisschen zu stören. Und auch sonst geht noch einiges schief. Aber erstmal muss unser Florian aufgehübscht werden. Du musst mir da ein bisschen helfen, glaube ich. Will er etwa noch besser aussehen als Thomas Anders? Nein, nicht vor die Kamera. Koblenz, 14 Uhr, das Haar sitzt bei mir. Und der Florian denkt nicht im Traum, dass Millionen ihn gerade beobachten. Sein Energielevel aktuell noch so im Olaf-Scholz-Bereich. Ahnungslos und tiefenentspannt sitzt er vorm Spiegel und bereitet sich vor. Die Frisur sitzt schon fast. Ich schaue wieder aus wie ein Mensch. Der Text allerdings noch nicht. Alles funkelt, alles glitzert, heißt der neue Song. Und heute Abend können wir das alle nicht mehr hören. Das wird so sein. Aber das Schöne ist, dann können wir den Text. Ja, genau. Tja, David, unser Mann vom Lokalsender Mittelrhein, kommt dazu und macht erstmal einen Aufsager in der Maske. Hier wird Musik, hier wird Videogeschichte geschrieben, denn hier arbeiten Weltstars wie Anastasia oder der bekannteste und beliebteste Koblenzer, unser Thomas Anders. Sie wissen schon, der Mann, der gemeinsam mit Dieter Bohlen Deutschlands Pop-Duo Nummer 1 war, hat einen neuen Sidekick, Florian Silbereisen, quasi als Ersatz für den Dieter, darf jetzt unseren Thomas Anders und seine phänomenale Stimme unterstützen. Ups, aber Flori ist und bleibt in Schlagerboom-Stimmung. Mit dabei. Noch funkelt und glitzert aber nicht alles, denn unsere beiden Stars werden hier noch in der Maske zurechtgemacht. Das kann ein bisschen dauern, aber wir sind auf jeden Fall dabei. Wir halten drauf, wir nehmen alles mit, wir lassen uns nicht abwimmeln. Ich muss mich nur noch irgendwann ausziehen. Da sind wir dann gerne auch dabei. Ja, ja, so weit gehen wir heute noch nicht. Du kannst gerne, ich bin wirklich dankbar für die Einblicke. Ich habe das auch noch nie gemacht. Also was wir. David, du bist der Wahnsinn. Endlich mal einer, der dranbleibt. Der lässt sich nicht abwimmeln. Das ist super. Kommen wir vielleicht ganz kurz, ich habe mir noch ein paar spontane Fragen vielleicht überlegt, weil das Setting, glaube ich, ganz gut ist. Wir sind jetzt hier gerade in der Maske. Mhm. Was sind denn so die... Also die habe ich überall. Eine private Frage vielleicht noch. Ja, unbedingt. Das ist wieder mal schlimmer. Wir werden Spaß haben. Na, wenn er schon mit David so viel Spaß hat, was sagt er dann erst zu den Hammerklamotten, die ich persönlich für ihn rausgelegt habe? Da würde ich sagen, alles glitzert, alles funkelt. Oh. Aber sowas von... Und dann sind schon dazu. Ja. Und Thomas muss sich in diese Plateauschuhe quälen, die man eigentlich schon in den 70ern hätte verbieten müssen. Und die Pillen vom Florian, die möchte ich auch. Schauen Sie mal. Aber es passt doch zum Lied. Doch, Thomas. Doch. Oh, das ist aber. Ja, ich glaube. Das rate ich auch an. Du hast eine ganz andere Luft hier oben. Aha. Das ist ja geil. Das ist der von Jung. Oh, ist das schön. Nee, ich liebe das jetzt schon. Das wird das beste, lustigste Video. Wenn der so. Oh. Das glaubt dir kein Mensch. Doch, doch. Ist ja eine Eurovision-Sendung. Thomas ist jetzt auf Floris Niveau, also schuhtechnisch. Es kann losgehen. Müssen wir erstmal runterkommen. Erster harte Kerkeling-Verschnitter, knallhart nachgefragt, das verstehst du. Plateau macht froh. Ich weiß gar nicht, wie Frauen das aushalten. Ich auch nicht. Jetzt schon die Füße, wir haben noch gar nicht angefangen. Kurz darauf im Studio erstmal eine lockere Probe.
Servus zusammen. Ich komme zu meiner wahren Größe. Ihr müsst jetzt sagen, was wir machen müssen, ne? Regisseur und Komponist Christian Geller macht die Ansagen. Wir haben wirklich von überall nachher Effekte. Wir machen das aber alles nacheinander. Also Marcel, wie wollen wir loslegen? Wollen wir erstmal ein bisschen Performance-Ebene machen? Ich würde gerne erstmal mit euch ein, zwei Durchgänge singen, dass wir ein bisschen warm werden. Ja, das gucken. Ist schon mal super. Ja, genau. Macht ja nicht so viel Nebel, dass man die Schuhe von Thomas sieht, weil das ist das Highlight. Und Musik bitte. Noch bin ich allein und spüre die Ruhe. Die Ruhe vor dem Sturm. Also so wird es leider nichts mit dem ernsthaften Musikvideo. Das wird brutal. Da machen wir eine Nahaufnahme, nur deine Beine. Und dann Pyro, Pyro, Pyro. Ja. Ich hätte schon gerne ein ernstes Musikvideo. Ja, ja. Nur weil es dein Song ist? Ja, ja. Ein bisschen coolere Bewegung. Ja. Sehr, sehr. Aber das wird dann alles, du schneidest dann sämtliche Pyro und Effekte und was weiß ich alles. Ja, ist doch wunderbar. Wenn der Florian wüsste, dass wir alles hinterher für Verstehen Sie Spaß zusammenschneiden. Alles funkelt, alles glitzert. Perfekt, haben wir. So. Wir bauen um, wir haben eine ziemlich aufwendige Schattenwand, die wird nachher in Flammen aufgehen und dann steht ihr dahinter. Ich würde euch bitten, hinter die Wand zu gehen. Hinter die Schatten, ja. Und dann wird die gleich abbrennen, sozusagen vor euch. Und dann steht ihr heldenhaft dahinter. Ja, super. Ja, im Gegenlicht. Aber wir brauchen einfach eine starke Pose von euch. Ne? Also, Pyrotechnik bereit? Ja. Super. Also, ich mache 1, 2, 3 und dann klatsche ich. Und auf das Klatschen brennt es weg, okay? Okay. Wenn es brennt, brennt. Es wird ein bisschen Eis werden, ja? Ja. Aber nicht so schlimm. Okay. Und 1, 2, 3! Das! Was ist los? Hast du gedrückt? Hast du gedrückt? Ja, da ist noch Luft nach oben. Aber auch bei den nächsten beiden Versuchen brennt und funkelt gar nichts. Konsequenz. Wenn ihr richtig heldenhaft guckt und Power habt im Blick. Ja. Also wir haben ja jetzt nur eine Chance, ja? Ja, nur eine Chance. Ja, leider schon, ja. Kamera läuft. 2, 3, bam, ba, da, dam. Wow! Ich komm, bist du denn? Ich komm auch nicht schneller. Ja, das musst du den Super-Slow machen. Mehr ging nicht. Auch in der Super-Slow-Mo liegt Thomas mehrere Lichtjahre zurück. Liegt's am Alter oder an den Schuhen? Die Hippie-Helden starksen zurück in die Maske. Unser Styling-Team holt sich seine Ideen offenbar auch bei Vierbeinern. Ich kenn dich von meinem Hund. Was ist das denn? Ja, du bist gleich dran. Dieser formschöne Hundekragen ist nötig, weil die Jacken der beiden für den nächsten Effekt mit Sprühkleber präpariert werden müssen. Und der soll eben nicht in der Nase landen. Ich sprühe ein bisschen an, dass das alles klebt. Geht's noch? Bei Florian sprüht unser Stylist großzügig daneben. Bei ihm wird also gleich gar nichts kleben. Drüben im Studio kommentiert, wie Flori ihn nennt, Horst Schlemmer schon mal die Situation. Ja, genau. Als nächstes wird hier geteert, nicht geteert, sondern zumindest gefedert. Gute Unterhaltung. Okay, danke. Eigentlich war es schlecht. Eigentlich will ich sagen. Ja, der war super. Das finde ich so müssen echt. Ja, aber ich kann das so nicht nehmen. Also das, ja, gut, jetzt wird zwar hier niemand geteert, auch wenn der ein oder andere dem einen das vielleicht wünschen würde, aber zumindest ein bisschen gefedert. Okay, ich glaube, das war gut. Der war sensationell. Gut, danke. Ganz Profi. Florian lässt sich nichts anhängen. Er bleibt weitestgehend ungefedert. Das ist jetzt, das ist irgendwie nicht so ideal jetzt. Ne? Da ganz viele Federn. Bei mir ist ein bisschen was auch. Ja. Wenig. Doch. Ich hab Spaß, aber Florian versteht langsam die Welt nicht. Nicht viel, ne? Nee. Wir halten die Feder. Ich sehe mich nicht. Ja, wir entfedern dich und dann machen wir das nochmal. Ne? Darf ich da, Florian, die Federn halten nicht? Sind sie einfach zu platt? Kann gerade drehen. Natürlich hätte man das Jackett ohne Flori drin einsprühen können, aber dann wäre es ja nur halb so lustig. Dann lass mal 5 Minuten Pause und dann geht's weiter, ja? Ja. Super. David am Start, das wird wieder hart. Es ist wirklich eine Nummer, die absolut ins Ohr geht. Herr Silbereisen, wird das vielleicht Ihr
erster echter großer Hit? Ja, ich hoffe es, dass wir endlich mal einen landen. Das ist auf jeden Fall das lustigste Video, das wir, glaube ich, jemals gedreht haben. Wie es dann aussehen wird, weiß ich nicht. Bisher ist noch nicht so viel Gutes rumgekommen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir arbeiten dran. Der Text ist ja wirklich super. Wie fallen einem solche Zeilen ein? Alles funkelt, alles glitzert, wir glitzern. Ist doch schön. Herr Anders, aber ganz ehrlich, wie sehr stört Florian Silbereisen an Ihrer Seite? Da habe ich die Frage nicht verstanden. Wir müssen jetzt zur Aufnahme. Danke. Dann lassen wir Sie in Ruhe auch. Ja? Danke. Wie man mich kennt, bin ich bei Verstehen Sie Spaß immer mit vollem Körpereinsatz dabei. Kommen wir mal auf Position eben. Diesmal ist das wesentlich gefährlicher. Deswegen haben wir heute auch noch eine Sicherheitsbrandwache vor Ort, die das Ganze ein bisschen überwacht. Jetzt funkeln Sie mal, oder? Jetzt dürfen wir mal funkeln lassen. Ja, Sicherheitsbeauftragte, das bin ich. Mein Job? Die Stars mit meinem ganzen Luxuskörper vor Gefahren abschirmen. Die Funken sind übrigens kalt. Richtig heiß bin hier nur ich. Noch ist der Florian nicht ganz für mich entbrannt, obwohl zwischen uns schon Funken fliegen. Mein Motto bei Gefahr, nicht lang schnacken, einfach zupacken. Endlich rollen wir uns auf den Boden, ich hab's geschafft. Und du, Florian, jetzt auch. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Alle sind die Schöne. Also ich habe ein Abo, wenn ihr das auch wollt, dann könnt ihr das hier jetzt sozusagen unbürokratisch abschließen. Ansonsten gibt es jede Menge tolle Filme hier und den neuen Film, den gibt es hier oben in der ARD Mediathek. Wir sehen uns im nächsten Film.